Die Erinnerungen steigen auf und führen sie zurück an jenen verhängnisvollen Tag. Im Herbst 2021 hat das Goethe-Institut Frankreich einen Schreibwettbewerb zum 100. Geburtstag von Sophie Scholl organisiert. Wir haben frankreichweit 107 Texte bekommen. Diese Texte haben wir dann bewertet und zwei Abschlussklassen haben den zweiten Platz gewonnen. Und zwar eine Abschlussklasse aus dem Lycée Notre-Dame-du-Vœux in Elbon in der Bretagne und eine andere Abschlussklasse aus dem Lycée Saint-Louis de Gonzague in Paris. Und diese beiden Klassen haben einen Workshop gewonnen, einen Workshop zum Thema Zivilcourage. Diese Workshops haben wir mit zwei deutschen Referenten organisiert, Stefan Reichel und Matthias Baumann. Im Rahmen dieser Workshops mussten die Schüler Hörspiele produzieren aus den Texten, die sie für den Schreibwettbewerb geschrieben hatten. Und alles wird in ein virtuelles Museum integriert. Dieses virtuelle Museum wurde im Rahmen eines Projektes entwickelt, Geschichten der Zivilcourage, und wurde von den Goethe-Instituten Südosteuropa und Südamerika durchgeführt. Und jetzt werden auch die Beiträge aus Frankreich in dieses virtuelle Museum integriert. Zuerst haben wir das Geschichte von Die Weiße Rose und von Sophie Scholl gelernt. Ich kenne nicht diese Geschichte bevor dieses Projekt, so das war sehr interessant. Außerdem haben wir unser Deutsch verbessert und wir haben wunderschönen Text geschrieben zusammen. Ja. Wir haben Sounddesign gelernt und mit unserer Aussprache gearbeitet. Es war sehr toll, die Hörspiel von dieser Fiktion über Sophie Scholl zu machen. Und das Sounddesign war auch viel Spaß. Ja, ich bin mit Aurélien verstanden. Ich mag Theater spielen. Und das war ein sehr lustiger Moment, um Theater, von Theater zu spielen. Es ist wichtig, sich an die Vergangenheit zu erinnern. Ja, weil wir eine Erinnerungspflicht haben. Und es ist sehr wichtig, Projekte wie diese zu machen, um das zu erinnern und um Sophie und Hans-Scholl zu erinnern. Ja. Und es macht auch ihre Aktionen aktueller und also es kann die Leute inspirieren. Daraufhin stieg die Zahl der Mitglieder der Weiße Rose weiter an. Man muss zugeben, dass die Aktion in dieser Nacht viele von ihnen inspiriert hat. In den folgenden Monaten gingen die Aktionen weiter. Flugblätter verteilen, Schikanen und Sabotageakte gegen die Nazi-Truppen. Sophie Scholl ist ein Vorbild für uns als Jungen. Sie hat für ihre Werte kämpfen und das ist wichtig. Die Jungen wie uns müssen für das Welt kämpfen, für Demokratie und ihren Werten.